Wir können den Kreis nicht quadrieren. Das heißt, wir können die Kreisfläche nicht komplett mit rechteckigen Strukturen füllen. Wir wollen die Fläche eines Kreises annähern. Wir nehmen dazu gleich breite rechteckige Streifen, mit denen wir den Kreis füllen. Anschließend bestimmen wir die Gesamtfläche der Streifen. Wenn wir wenige breite Streifen benutzen, haben wir ein relativ grobes Maß für die Kreisfläche. Je schmaler wir die Streifen wählen, desto mehr nähern wir uns der tatsächlichen Kreisfläche an. Wenn wir vier breite Streifen verwenden, stellen wir fest, dass die Fläche des Einheitskreises ganz grob 2,5 beträgt. Wenn wir 1 Million sehr, sehr feine Streifen verwenden, haben wir die Fläche schon sehr gut angenähert. Die Fläche des Einheitskreises beträgt jetzt 3,14159. Diese Zahl hat eine ganz besondere Bedeutung. Es ist die Kreiszahl Pi. Es ist nicht nur die Fläche des Einheitskreises. Es ist auch, wie wir später sehen werden, das Verhältnis zwischen Umfang und Durchmesser eines Kreises. Die ersten 10 Ziffern der Zahl Pi können Sie sich mit dem Merkspruch "May I have a large container of coffee? Thank you" merken. Ein Kreis hat die Fläche πr² und den Umfang 2πr. Wir wollen die Formel für den Umfang 2πr aus der Kreisfläche ableiten. Wenn wir einen Kreisring betrachten, so hat dieser die Fläche πr² minus r1². Einen mittleren Umfang dieses Kreisrings erhalten wir, wenn wir die Fläche durch die Höhe dividieren. Die Höhe entspricht r2 minus r1. Wir wenden die dritte binomische Formel an und sehen, dass r2 minus r1 gekürzt werden kann. Der Umfang ist also Pi mal r2 plus r1. Im Grenzfall für einen unendlich schmalen Kreisring, also den Kreisumfang, erhalten wir r1 gleich r2. Der Umfang ist 2πr. Der gesamte Kreis hat den Umfang 2πr. Ein Kreissegment hat die Länge 2πr mal Alpha durch 360 Grad. Die Fläche des Kreissegmentes reduziert sich entsprechend auch auf πr² mal Alpha durch 360 Grad. Gibt man den Winkel im Bogenmaß an, werden die Formeln noch einfacher. Bei Angabe von Alpha im Bogenmaß erhalten wir also ein Kreissegment zu r mal Alpha und eine Kreissegmentfläche zu r² halbe mal Alpha. Die Erde hat einen mittleren Radius von 6380 Metern. Der Umfang ergibt sich also, wenn man eine Kreisform zugrunde legt, zu 2π mal r, zu 40.087 Kilometern. Wir wollen jetzt eine Schnur in einer gewissen Höhe über den Äquator spannen, sodass zwischen Schnur und Erdboden 5 cm Abstand bestehen. Wie muss sich der Umfang jetzt ändern? Der neue Umfang ist jetzt U' gleich 2πr', U' minus U gleich 2πr' minus r. Wir wissen, dass r' minus r 0,05 Meter sind, also muss U' minus U gleich 2π mal 0,05 Meter sein, also 0,314 Meter. Ein Seil, welches überall 5 cm Abstand vom Äquator hat, ist also 0,314 Meter länger als der Äquator selbst. Der Äquator selbst misst 40.087 Kilometer. Ein Seil, das überall 5 cm Abstand hat vom Äquator, ist nur 0,314 Meter länger. Wie groß ist der Radius am 60. Breitengrad? Der 60. Breitengrad ergibt sich durch eine geometrische Konstruktion. Wir beschreiben sozusagen drei gleichzeitige Dreiecke in einen Halbkreis. Der Radius am Äquator entspricht dem Durchmesser beim 60. Breitengrad. Der Radius vom 60. Breitengrad entspricht 3190. Der Umfang der Erde am 60. Breitengrad ist auch nur die Hälfte des Umfangs am Äquator, nämlich 20.000 Kilometer.